Ja, moin moin Leute, da sind wir wieder. Da wo wir eben angehalten haben. Oh, ganz toller See hier, ne? Aufgehört haben zu fahren, habe ich natürlich gleich direkt weitergemacht. Zweite Part für euch von dieser Tour. So, können wir Warmblinkanlage ausmachen. Einfädeln hier. Ja, wir haben nicht mehr lange, also ist es eigentlich nicht mehr viel, aber der erste Part ging jetzt schon über 20 Minuten und ich habe gedacht, wir brechen das einfach kurz ab und wir schauen jetzt einfach mal zusammen, ob wir mit diesem Auftrag Glück haben, dass er für das Event zählt und schauen uns mal einen neuen Auftrag an und den würden wir noch fahren und dann gucken wir, dass wir danach einfach mal eine andere Tour fahren. Wir könnten mal switchen in den Multiplayer, fahren mal hier schön irgendwo hin, wo ein bisschen was los ist und gucken uns mal an, wie das im Multiplayer so abläuft. Ist auch eine Idee, ne? Ich muss noch eine Folge American Truck Simulator aufnehmen, also ATS. Da suche ich jetzt auch schon nach einem vernünftigen Auftrag mal, den wir mal fahren können. Aber da sind wir immer noch dabei und fahren Colorado ab. Wir haben dann noch nicht alle Städte erreicht. Aber ist ein ganz nice Ziel. Was haben wir denn da? Oh, der steht aber komisch da drüben. Seht ihr das? Ach, ich hätte mal reinzoomen sollen hier. So. Hätten wir besser gucken können. Ja, wir sind aber gut am Start. Ich denke, durch. Oh, da vorne ist wieder was los. Oh, wir müssen Anker schmeißen. Mist. Ah, das hat uns den Schwung wieder gekostet. Ey. Bist du deppert oder was? Burschi. Zieht er mir direkt in den LKW rein. Habt ihr das gesehen? Das ist so ein Typ, der hat bestimmt im Film mitgespielt hier bei den Jungs aus Holland. Wir wollen keine Werbung für den Film machen. Aber vielleicht kennt ihr den. Dem Typen, der immer sagt, Feuerball, Junge. Und da gibt es auch so einen Typen, der krabbelt ganz gerne in den LKW rein und macht dann Lastwagenfahrer. Das war sein Bruder eben. Verdammte Axt, ey. Fährt der mal weiter in die Karre? Ich glaub's nicht. Bergab haben wir eben schön rollen lassen können, ne? Ah, das sah nice aus. Und die Stoßstangenkamera noch. Man, in der Sicht zu fahren ist zwar ganz nice, aber dann passt das natürlich hier mit dem Außenspiegel und mit dem Navi überhaupt nicht, ne? Oh, Police. Von daher machen wir das mal wieder so, wie sie es gehört.
Polizei. Polizei España. Warum bremsen die denn alle ab hier so? Ist doch, ich find's ein bisschen crazy, ne? Ja, aber ist auch gleich geschafft. Dass ich aufs Aufnahmeprogramm gucke, zweiten Monitor, ob dann noch alles läuft, ob der Sound da ist und wie wir von der Zeit her liegen. Naja, und dann bin ich schon wieder abgelenkt. Boah. Aber die werden wieder so langsam, wir ziehen hier einfach mal rüber. Nee, müssen da hinten runter. Wir haben uns hinter dem einfädeln. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Gucken wir mal wieder ein bisschen aus der Perspektive. Sieht man auch ein bisschen was von der Umgebung, ne? Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Na, das kriegen wir hin. Bitte rechts halten. Aber selbstverständlich. Nimm diese Ausfahrt. Ja, Tante Helga. Oh, was ist denn hier los? Baustelle. Oh ne, ist ein Unfall passiert. Oh, ein bisschen langsamer fahren. Heide Witzke. Oh Junge, das hat's. Eieieiei. Sieht aber nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Ja, so schnell kann's gehen. Wenn man immer auf den zweiten Monitor guckt. Ablenken lässt. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Na gut. So, eins. Bitte rechts halten. Zwei. Nimm und diese noch Ausfahrt. Eins und drei. Rechts halten und dann rechts abbiegen. So, hier gleich. Biege nach rechts ab. Jo, 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 jo. Nach links. Natürlich. Dankeschön. Den rechts abbiegen. Biege was war das denn jetzt? Sag bloß, wir haben auf den letzten Meter, ne? Auf den letzten Meter knallt und scheppert das noch. Eieiei, bleib stehen, ich muss hier rauf. Oh, einen Auflieger haben wir mitgenommen. So, wo müssen wir denn hin? Rückwärts da rein? Haben wir dazu Lust, Leute? Nee, ne? Also, zack, jetzt gucken wir uns an, ob wir das geschafft haben. Gibt wieder Punkte, bla bla bla. Einfach fortfahren. Und jetzt sehen wir hier oben. Zack, der hat gezählt.
das wollte ich mit euch schaffen. Der Part jetzt ein bisschen kürzer. Erste Part ein bisschen länger. Ich hoffe, das reicht. In diesem Sinne, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich danke euch. Haut da rein. Lasst einen Daumen da, einen Kommi da. Ihr kennt das Prinzip von YouTube. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund.